Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch rund um das Thema schnell schwanger werden mitnehmen. Das heißt, ich möchte meine Erfahrungen erzählen. Ich möchte eventuell ein paar Tipps geben, damit es bei euch schneller gehen könnte. Es ist natürlich immer keine Garantie dahinter, sondern einfach nur ein paar Tipps, was man machen kann. Und ich möchte euch natürlich einfach über meine Erfahrung berichten. Das heißt, wie hat es bei uns so schnell geklappt und was haben wir gemacht? Ja, fangen wir erstmal damit an. Ich bin Mama von jetzt fast 2 Kindern. In wenigen Monaten erwarte ich mein zweites Kind. Und bei meinen beiden Kindern hat es direkt beim ersten Versuch geklappt. Bei meiner ersten Tochter habe ich einen Monat zuvor die Pille abgesetzt und habe mir vorher anhören müssen, dass es Jahre dauern kann, bis ich dann wirklich schwanger werde. Und tatsächlich hat es direkt einen Monat später geklappt. Also das heißt, im ersten Zyklus nach der Pille. Das muss natürlich nicht bei euch so sein. Jeder Körper reagiert da anders. Was ich euch sagen kann, es kommt auf jeden Fall nicht auf die Pilleneinnahmezeit ein. Das heißt, egal ob ihr ein Jahr die Pille genommen habt oder 10 Jahre, das ist völlig egal. Es kommt einfach darauf an, wie euer Körper darauf reagiert. Und wie schnell ihr wieder euren normalen Zyklus bekommt. Nach der Geburt meiner Tochter haben wir nur mit Kondom verhütet, das heißt absolut hormonfrei, weil ich davon einfach weg wollte. Ich habe die Pille damals abgesetzt, natürlich wegen dem Kinderwunsch, aber auch, weil ich absolut nicht mehr damit klargekommen bin. Ich hatte total Probleme mit der Pille und deswegen haben wir uns für eine hormonfreie Verhütung entschieden und zwar ganz einfach das Kondom. Das haben wir 6 Monate vor dem Kinderwunsch einfach weggelassen und haben gesagt, ja, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Wenn es sein soll, soll es sein. Aber so richtig probiert haben wir es dann erst 6 Monate später und zwar zum Jahresende 2020. Was heißt denn nun richtig probiert? Einmal den Eisprung natürlich checken. Wann ist mein Eisprung? Bei mir ist das ganz einfach gewesen, denn ich habe so starke Unterleibsschmerzen, wenn ich meinen Eisprung habe, dass ich jedes Mal direkt weiß, okay, heute ist mein Eisprung. Die Schmerzen sind so doll, dass ich wirklich nichts an dem Tag machen kann. Als hätte ich meine Periode, so richtig schlimm. Und deswegen weiß ich immer ganz genau, wann mein Eisprung ist. Das war aber bei meiner Tochter noch nicht so doll. Und da habe ich dann meinen Eisprung anders getestet. Dazu erzähle ich euch aber gleich mehr. Und natürlich, was dann dazu noch kommt, wir haben die Rausziehmethode verwendet. Das heißt natürlich nicht, dass man 100% verhütet. Natürlich nicht, aber die Chance, schwanger zu werden, ist natürlich deutlich geringer. Und das haben wir dann eben weggelassen, als wir schwanger werden wollten. So, jetzt habe ich über meine Erfahrung gesprochen und jetzt würde ich sagen, reden wir mal über ein paar Tipps, die ihr anwenden könnt, damit es bei euch eventuell schneller klappt. Was ich euch absolut ans Herz legen kann, ist ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, wo Folsäure enthalten ist. Da gibt es ganz verschiedene Produkte und ganz viele Firmen natürlich. Ich glaube, wenn ihr euch mit dem Thema Kinderwunsch auseinandersetzt, wisst ihr das ganz genau. Aber ich kann euch eine Firma ganz doll ans Herz legen und zwar Baby Forte. Die haben 3 Produkte, die ich euch einmal näher beschreiben möchte. Und zwar hier einmal Baby Forte Kinderwunsch. Das ist eben extra ein Präparat für die Frauen für den Kinderwunsch. Da ist Folsäure enthalten, da ist aber auch Zink enthalten und das alles ist eben für die Fruchtbarkeit da und kann sozusagen so ein bisschen unterstützen. Zum Thema Kinderwunsch gibt es natürlich auch was für den Mann. Ich bekomme immer Fragen, ob der Mann dann auch was tun kann und ob wir Tipps haben. Und hier gibt es tatsächlich einmal Masco Pro, auch von Baby Forte, für den Mann und das ist eben auch für die Fruchtbarkeit da. Da ist auch wieder Zink enthalten. Das enthaltene Zink leistet einen Beitrag zum Erhalt der normalen Fruchtbarkeit und der Spermienqualität. Außerdem sind da ganz, ganz viele Vitamine enthalten, die die Hormontätigkeit regulieren. Wenn ihr dann schwanger seid, habe ich dieses Produkt für euch. Und zwar, ich glaube, einige wissen es, wenn man schwanger ist, denkt man zuerst an Folsäure. Man soll Folsäure nehmen, weil das einfach für die Entwicklung des Kindes wichtig ist. Und gerade am Anfang, die ersten 12 Wochen, ist das einfach ein Muss. Und ich habe mich hier auch für Baby Forte entschieden und nehme da jetzt nur noch eine Kapsel. Die ersten 12 Wochen immer 2 Kapseln und danach nur noch eine Kapsel. Denn dann braucht der Körper einfach nicht mehr so viele Folsäure wie am Anfang. Und hier
ist eben, das ist Babypforte Folsäure Plus, ist für Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Also es ist ein Kombipaket, da habt ihr einfach alles in einem. Und da könnt ihr dann einfach direkt anfangen mit dem Kinderwunsch. Und wenn ihr dann schwanger seid, könnt ihr das ruhig weiternehmen bis zum Ende der Stillzeit. Wie gesagt, Folsäure ist wichtig für die Zellteilung und auch für das Aufbauen des Gewebes. So, was kann man noch tun, außer Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Das ist natürlich auch keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es dann schneller geht. Es ist einfach nur etwas, was man zusätzlich machen kann. Ich habe auch im Kinderwunsch bereits schon Folsäure genommen und wer weiß, ob es daran lag, dass es jedes Mal so schnell ging. Genau, was kann man noch so tun? Einfach, ich glaube, das Wichtigste, erstmal aufhören zu rauchen, auch bereits schon im Kinderwunsch. Und das natürlich auch beim Mann, sowohl als auch bei der Frau. Das ist bei beiden Seiten wichtig, denn Rauchen, ja, minimiert einfach die Fruchtbarkeit. Außerdem ist eine gesunde Ernährung natürlich wichtig, das heißt schön ausgewogen mit viel Obst und Gemüse. Viel Sport ist wichtig, damit der Körper richtig schön in Schwung kommt. Und natürlich einfach eine gesunde Lebensweise. Jetzt wollte ich noch kurz auf das Thema eingehen, was denn wir Frauen tun können, um den Eisprung zu berechnen. Ich finde, der Eisprung ist einfach so das Wichtigste beim Thema Schwangerwerden. Man muss einfach genau den Tag herausfinden, wo der Eisprung ist. Und dann muss man die Bienchen losschicken, sage ich mal. Denn nur dann kann es einen Treffer geben. Natürlich kann man auch 5 Tage vor dem Eisprung, 5 Tage nach dem Eisprung schwanger werden. Meine Schwester ist sogar 7 Tage nach dem Eisprung schwanger geworden. Beziehungsweise 7 Tage vor dem Eisprung hatte sie das letzte Mal Geschlechtsverkehr. Und das ist natürlich nicht die Regel. Und wir haben immer direkt am Eisprung geherzelt. Und da hat es direkt geklappt. Und dementsprechend ist es super wichtig, seinen Eisprung herauszufinden. Denn ohne Eisprung kann nun mal nichts befruchtet werden und dadurch kann man nicht schwanger werden. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe es damals zum Beispiel gemacht mit einer App. Da gibt es ganz viele Eisprungrechner. Da könnt ihr gerne mal bei euch im Play Store oder im App Store einfach mal schauen. Diese Apps sind leider sehr oft ungenau, weil sie euren Körper einfach nur schätzen anhand von euren Angaben. Das heißt, wenn ihr sagt, mein Zyklus ist 28 Tage lang, ich habe 5 Tage meine Periode, dann rechnet der Eisprung einfach, dann rechnet die App einfach ungefähr aus, wann dein Eisprung ist, beziehungsweise eine fruchtbare Zeit. Das ist aber natürlich keine Garantie und bei mir war es auch immer um ein paar Tage verschoben. Also natürlich war es ungefähr immer in dem Zeitraum, aber meistens immer so 3, 4 Tage verschoben, entweder nach vorne oder nach hinten. Und vor allem war es auch jeden Monat anders und nicht jeden Monat gleich. Und dementsprechend ist es eben wichtig, euren Eisprung richtig genau zu messen. Es gibt noch einen Eisprung direkt bei Babypforte, auf deren Website. Da könnt ihr auch euren Eisprung berechnen lassen. Das verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Das ist auch total easy und auch total empfehlenswert. Und die allerbeste Methode finde ich und vor allem auch die, ja, die gibt einfach direkt Klarheit und man weiß direkt Bescheid, wenn man richtig damit umgehen kann, sind Ovulationstests. Ovulationstests sind einfach so kleine Teststreifen, die aussehen wie ein Schwangerschaftstest, nur dass sie nicht HCG messen, sondern das Hormon LH. LH wird ausgeschüttet, sobald man dem Eisprung nahe kommt und der LH-Wert wird immer stärker, desto näher man am Eisprung ist. Das heißt, der Ovulationstest reagiert auf das Hormon LH und desto näher du an den Eisprung kommst, desto stärker wird er. Das heißt, selbst wenn du 2 Striche siehst auf diesem Test, heißt es nicht so wie beim Schwangerschaftstest, okay, ich habe jetzt meinen Eisprung, sondern es heißt, erst du hast den Eisprung, wenn der Teststrich stärker ist als der Kontrollstrich. Das ist natürlich total verrückt, weil, wie gesagt, wenn man einen Schwangerschaftstest macht, guckst du einfach nur auf 2 Striche. Bei einem Ovulationstest sind immer 2 Striche da. Und ihr müsst einfach nur darauf achten, dass der Teststrich stärker ist als der Kontrollstrich. Und dann wisst ihr, ihr habt innerhalb der nächsten 24 Stunden euren Eisprung. Und das heißt, ran an den Mann, ein paar Bienchen setzen und dann hoffen. Es muss natürlich dann auch nicht direkt klappen, weil es kann verschiedene Sachen geben, wenn man sich zum Beispiel auch zu sehr reinsteigert oder der Mann ist nicht so top in Form, er hat einen langen Arbeitstag gehabt, weiß der Geier. Da kommen einfach so viele Faktoren damit rein. Aber ich war mit den Ovulationstests wirklich sehr, sehr zufrieden, denn bei mir waren sie immer
Ganz genau. Also ich ja, habe ja, wie gesagt, diese starken Schmerzen gehabt, aber ich habe zusätzlich trotzdem immer noch einen Ovulationstest gemacht, einfach um zu schauen, ob es wirklich richtig ist mit den Schmerzen oder ob ich jetzt einfach nur eine Einbildung habe oder so. Und es war immer ganz genau richtig. So, mein Lieben. Und jetzt hoffe ich, ich habe euch eventuell ein bisschen geholfen und konnte euch ein paar Tipps geben. Wie gesagt, steigert euch nicht zu doll rein, entspannt euch, herzelt so viel wie geht und dann, ja, habt einfach Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Vielleicht ist da noch das ein oder andere Video dabei. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!